Ja, moin moin, herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zum nächsten Video für ein Easter Egg auf der Pro-Mod oder wie gesagt auf den Singleplayer, SCS oder sonst irgendwas. Und zwar geht es heute hier um die wunderschöne Rampe. Ihr seht das hier schon, ich habe hier mal die Flycam mal an. Das kann man sich von oben mal angucken. Das ist hier so eine kleine Rampe. Da könnt ihr mit einem Auto drüber springen oder mit einem LKW oder was weiß ich mit sonst, was es da alles für Mod gibt. Auf jeden Fall könnt ihr hier ziemlich viel Gas geben. Wie gesagt, ich bin jetzt hier einmal auf den Arcade-Server drauf, warum Pro-Mod. Oh, machen wir hier mal ein bisschen Anlauf. Normalerweise steht da 130, sollte man da drüber mal gucken, wie viel ich hier draufkriegen mit dieses komische Auto, was ich mir gerade gekauft habe. So, dann gehen wir einmal Vollgas. Turbo gibt es hier ja leider nicht. Und komm, komm, komm. Und Vollgas. Yippie! 1% Schaden. Ja, wir sind aber heile durchgekommen. Nicht wie dieser Kollege hier, der ist da leicht stecken geblieben. Ja, wenn ihr das noch ein paar Mal machen wollt, ihr seht ja gerade, ich habe da so ein bisschen Schaden gekriegt. Dann gibt es hier aber was zum Reparieren. Ein Schraubenschlüssel, was? Unsichtbare Mauer oder was? Na, fahr mal Auto. Ist ja, guck. Gleich schon wieder ein Bug entdeckt. Fahren wir hier mal geradeaus. Gucken, ob wir da vielleicht hinkommen. Motor Fehlfunktion. Uiuiuiui. Also ihr müsst da ganz schön aufpassen. Kommen wir jetzt da dran? Dann machen wir erstmal Wartung. So, und jetzt möchtet ihr bestimmt wissen, wie man da hinkommt, ne? Der steht da hier einfach irgendwo rum. Da ist so eine Rampe, wo das Easter Egg ist und wie man da hinkommt. Okay. Gehen wir einmal auf die Schnellreise und begeben uns nach Lötz. Schnellreise bestätigen. 69 Euro kostet uns das. Das ist ja nicht viel. So, jetzt stehen wir hier an der Garage. Jetzt machen wir mal den Motor. Ne, ich wollte mal ganz kurz den Motor ausmachen. Oh, guck mal. Schöne Goodyear-Werbung. So, gucken wir einmal auf die Karte und machen uns jetzt eine kleine Markierung. Und zwar gucken wir hier kurz, da seht ihr ja, ihr fahrt hier ja hier gleich raus auf die S14, dann kommt ihr auf die E67, dann auf die S8 oder was das ist, dann auf die E75, E77 und dann kurz vor der A1 hier oder auf der A1 macht ihr euch einmal eine Markierung drauf. Das sind 51 Kilometer. Die müsstet ihr dann gleich ganz kurz fahren. So. Navi haben wir gestellt. Also fahren wir da jetzt auch mal hin. Wir machen uns das Navi auch noch mal an. Nehmen das an die Außenspiegel. Da ist das Navi. Guck mal hier. Truck-Werbung. Hier Schiffswerbung von Lois oder wie auch immer heißen. Oder Läuse, was weiß ich. Biege nach links ab. So. Ja, hier haben wir ein Netto. Da können wir so Rechtzeitig. billig Bier holen oder sonst noch was auch. Wie gesagt, wir können hier ein bisschen schneller fahren als Biege nach 110, aber die rechts ab. Karre hier bringt das, glaube ich, nicht. Was soll das eigentlich sein? Renault, VW. Ich weiß es nicht. Links halten und dann Von links innen sieht es ab. immer wieder aus wie so ein Skoda. Das haben sie immer noch nicht Biege nach hingekriegt. links ab. Hopp, hier muss ich links ab. Wie gesagt, ihr folgt einfach dem Navi. Den Punkt habt ihr euch ja gesetzt. Und dann müsst ihr da einfach mal hinterher fahren. Oh, schöne Tankstellen hier, muss ich schon sagen. Ne? Ich weiß auch. Habe ich gerade mein Navi falsch gesetzt oder
bin jetzt einfach mal anders gefahren. Ach, wir fahren jetzt mal hinterher. Genau. Wir waren ja diesmal von der Werkstatt. Letztes Mal bin ich von der Garage gefahren. Wie gesagt, ihr müsst da einfach nur hin, da war in der Nähe Ikea zu sehen. Da müsst ihr einfach hin. Ist aber nichts los hier auf ProMod Dings Arcade Server, ne? So, komm, gib Gas. Da sind noch 28 Kilometer. Wir fahren schon 130. Wow, das Ding geht ja ab. Wie schmiss Katze, wa? Nicht lange reden. Ich hoffe, wir sind hier jetzt richtig. Immer noch mal auf den Dings. Ja. Das müsste da eigentlich richtig sein. Genau, wenn wir normal aus Lötz kommen, kommen wir da jetzt von rechts. So. Jetzt sind wir hier angekommen und stellen uns haargenau vor diesem Busch hin. Oh. Den Busch bitte nicht kaputt fahren. Weil Umwelt, aber Busch braucht man. So. Bitte stehen bleiben. Jetzt ist wichtig, ihr drückt erst F7. Dann einmal Enter. Und dann drückt ihr mit dem Mauszeiger auch zur Werkstatt abschleppen. Dann fragt ihr euch, soll der LKW den nach Pitruf abgeschleppt werden? Dann drückt ihr ja, einverstanden. So, und schon seid ihr an diese Sprungchance, an den Jump Optimum Speed 130. Und dann könnt ihr so oft wie ihr wollt darüber springen. Mit euren Kollegen zusammen, Freunde, Freundin oder was auch immer sonst. Wie gesagt, das geht in SCS MP, das geht in normalen MP, das geht in Singleplayer. Auf jeden Fall, ich habe es auf der ProMod getestet, wird wohl auch ein Easter Egg von der ProMod sein. Wahrscheinlich. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Like da oder was auch immer. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Borgi.